Servus. Ein paar von euch kennen mich vielleicht. Im Netz bin ich eher bekannt als der Pixelaffe. Mach ab und zu so ein bisschen Tech-Zeugs und so weiter und habe heute eigentlich was ganz Lustiges für mich, nämlich ein Handheld. Und zwar ein Handheld im Sinn von dem hier. Das, was ihr hier seht, ist nicht unbedingt der Handheld, den ich auspacken will, aber es ist ein Vorgänger davon. Wobei Vorgänger auch nicht unbedingt der richtige Ausdruck ist. Also es ist ein, ja, eine tragbare Spielekonsole, wie die ich euch heute zeigen möchte. Und der eigentliche Vorgänger, Moment, muss ich hier in meinem Fachbuch gucken. Der eigentliche Vorgänger, ich heb ja alles auf, also von daher. Der eigentliche Vorgänger ist nämlich das hier. Der erste Handheld, der von Nintendo rausgekommen ist, und wie ihr schon erraten könnt, handelt es sich heute in dem Unpacking um die Nintendo Switch, die ich mir gestern im Schweiße meines Angesichtes selbst organisiert habe. Ich hatte eine Vorbestellung, die wurde dann verschoben vom Datum her, habe sie gecancelt, habe dann neu bestellt, hatte noch einen späteren Termin, habe dann morgens online bei Mediamarkt bestellt, zum Abholen. Aussage war sofort verfügbar. Gegen 11 kam dann irgendwie eine Mail, oh, ist doch nicht da und sorry und bla bla bla. Also bin ich dann abends losgefahren, habe die Geschäfte unsicher gemacht und was soll ich sagen? Ich habe eine Switch ergattert. Und die wollen wir uns mal angucken. Kleiner Fun Fact. Ich habe die Konsole noch nie live gesehen. Also ich weiß nicht, was in dieser Packung drin ist. Auf jeden Fall werde ich sicherlich überrascht sein. Klar habe ich mir die ganzen Videos und so angeguckt, was da drin ist. Aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht live in der Hand gehabt. Ich war auf keiner Presse, Veranstaltung, nichts dahingehend. Es wird für mich auch wirklich das erste Mal. Ich habe diese Box auch noch nicht aufgemacht. Die steht seit gestern Abend, seitdem ich mir das Teil gekauft habe, hier so rum. Und ihr dürft sicherlich ganz arg gespannt sein, was da los sein wird. Ja, hi. Ich habe jetzt gerade mal die Kamera ein bisschen anders eingestellt. Ihr seht mich jetzt so ein bisschen abgeschnitten irgendwie. Ganz einfach, die Osmo, mit der ich es jetzt gerade filme, hat halt nicht so ein Objektiv und deswegen habe ich euch jetzt mal einfach ein bisschen umgestellt, deswegen jetzt der Cut. Aber wir gucken mal. Also, wie gesagt, hier die Nintendo Switch kam gestern raus, ist die neue Konsole von Nintendo, hat einen modularen Aufbau, das heißt erstmal, ihr könnt das Teil sowohl stationär verwenden, aber auch mit rausnehmen auf die Straße. Akkulaufzeit und so weiter. Werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen, beziehungsweise hatte ich schon auch einen Artikel geschrieben im Blog. Und jetzt wollen wir mal wirklich gucken, was in der Packung drin ist. So, ich bin gespannt. Wie bereits erwähnt, ich hatte selber noch nicht offen. Schauen wir einfach mal. Okay. Ich hoffe, dass da überhaupt eine Konsole drin ist und nicht mal das habe ich nachgeguckt. Okay, ich weiß nicht. Mal sehen. Hier als erstes haben wir auf jeden Fall mal die Konsole. Besteht eigentlich aus drei bzw. vier Teilen, wenn wir den Stand mitnehmen. Wir haben einmal die beiden Controller, die rechts und links dran geklippt werden, plus das Display bzw. die eigentliche Konsole, weil darin befindet sich die Prozessoreinheit. Ja. Und wir haben ganz, ganz, ganz viel Zubehör. Also, wir haben einmal eine Anleitung bzw. wichtige Informationen. Darin befindet sich eine Kurzanleitung, wie das Teil angeschlossen wird. Health Information, Quick Infos und so weiter. Gut. Wir haben hier den Controller, wo die Grips drauf geklippt werden, damit wir es wie einen normalen Controller in die Hand nehmen können. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier die Schlaufen. Also das sind diese Schlaufen, die werden seitlich an die
einzelnen Joy-Cons gemacht und natürlich festgemacht, dass ihr nicht versehentlich das Ding eurem Gegner oder was auch immer ins Gesicht schmeißt. Wir haben einen zweiten, weil wir ja zwei Controller haben, die unabhängig voneinander funktionieren können. Wir haben Kabel und zwar hat Nintendo ein HDMI-Kabel beigelegt. Sehr nett. Viele Hersteller sagen, kack drauf, nö, die Leute haben sowieso HDMI-Kabel genug zu Hause. Legen wir auch mal zur Seite. Dann haben wir hier das Netzteil für den Stand, beziehungsweise damit könnt ihr auch die Konsole als solches laden. Das ist ein normaler USB-Typ-C, also auch nichts Fantastisches. Ich habe meinen Monitor hier neben stehen, deswegen gucke ich immer auf die Seite. Von daher, sorry. Und ist auch geil, dass ihr nur meinen Mund seht, sehe ich jetzt gerade. Vielleicht sollte ich das Ding mal noch ein Stück tiefer zoomen. Ist alles nicht gescriptet, ist alles Realität. Und ihr seid jetzt auf dem Weg nach unten. Genau, jetzt seht ihr die Box noch besser und nicht mehr meine halbe Visage. Netzteil, wie gesagt. Dann haben wir hier noch, die Seite wäre dann leer. Hier kommt der Stand, der eigentlich nichts anderes ist als ein Halter. Auch gut verpackt. Macht so ein bisschen Kabelmanagement, das Ding. Ist wirklich keinerlei Technik drin, ist nur der Stand. Ihr habt hier, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so einfangen kann. Ja, hier sieht man es. Das ist das Dock. Da klippt ihr dann die Konsole ein. Und dann steht sie einfach so da. Währenddessen läuft die Übertragung. Also, wenn man es hier aufmacht, sieht man es nochmal. Ihr habt hier den Strom oben, dann habt ihr den USB und unten habt ihr den HDMI, so dass das Signal halt an den Fernseher übermittelt wird. Und das ist halt das Geile an der Stelle. Ihr nehmt die Switch, stellt sie rein und gleichzeitig werdet ihr dann entsprechend die Infos auf eurem Fernseher sehen. Ja, gucken wir mal. Bauen wir mal das Ding zusammen. Ich bin überrascht. Also wie gesagt, ich habe relativ große Hände und wenn man sich das jetzt mal anguckt hier, das ist schon krass. Also damit soll ich dann steuern und spielen die ganze Zeit. Okay, ist ja kein Problem. Ich schmeiß das ganze Zeug hier hinter mich. Wie ihr seht, sieht es hinter mir sowieso aus wie Hack. Der zweite, die sind auch jeweils mit Plus bzw. mit Minus gekennzeichnet. So könnt ihr die auseinanderhalten. Gleichfalls hier, dann werden dann, seht ihr hier oben, werden die dann einfach dran geklipst irgendwie. Geschoben. Ah, die werden geschoben. Die werden hier einfach drauf geschoben. Und klack, fertig. Und zum Lösen müsst ihr hier oben. Hier unten noch ein Lock und zum Lösen müsst ihr es wieder aufmachen und könnt es. Ach ja. Und könnt es dann entsprechend wieder runterschieben. Mechanische Teile. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so sexy ist und ob das so lange hält. Also ob das oft auseinandergenommen werden kann. Schauen wir mal weiter, den eigentlichen Teil. Das Herzstück sozusagen kommt jetzt. Das ist die Konsole als solches, wie sie kommt, direkt aus der Box ungeöffnet. Hier unten haben wir den Controller, also beziehungsweise den Anschluss. Seitlich dann den Part, wo die Joy-Cons angeschlossen werden. Oben ganz normal einmal Powerwippe. Volume-Wippe, Strom und die Gamecard, wo die Spiele reinkommen, die per Cartridge angeschlossen werden. Es gibt einen Kopfhöreranschluss und weil viele sich gefragt haben, kann man den Speicher nicht erweitern? Doch, den kann man erweitern. Und zwar hier hinten ist ein Stand und wenn ich mich richtig erinnere, genau, seht ihr dann hier an der Stelle, na, ist ein bisschen komisch, mal gucken, ob ich es scharf kriege. Genau, hier an der Stelle wird dann die Micro-SD-Karte eingesteckt. Ihr könnt das Teil mit bis zu 200 GB erweitern. Und
Ja, soweit. Mehr ist nicht in der Box. Alles andere lässt sich Nintendo bezahlen, wenn wir jetzt mal gucken. Von der Evolution her macht schon einen Unterschied hier. Wenn ich es jetzt mal direkt vergleiche, ich mache jetzt mal die Joy-Cons dran, dass ihr mal gucken könnt. Auch hier wieder Schiebemechanismus. Klack. Klack. Sie ist relativ groß, liegt gut in der Hand. Wir haben hier die Schulterpads, die Knöpfe fühlen sich gut an. Plus- und Minusknöpfe sind auch mit einer Funktion belegt. Also ja, ist schon nett. So wie ihr ja das Teil habt, ich habe hier jetzt mal zum Vergleich, also nur, dass ihr es vergleichen könnt. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht, das ist ein Stück weiter weg. Wir haben hier jetzt die Vita im Vergleich. Noch ein Stück zu mir. Und ich kann mal gucken, ob ich ranzoomen kann. Ah, okay. Nee, zoomen geht nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt mal direkt vergleicht hier die Vita, habt ihr anscheinend drei Generationen Handhelds. Der Game Boy als solch ist der älteste, jetzt nicht die Variante, also das ist ein Game Boy Pocket, der ursprüngliche Game Boy war noch ein bisschen größer. Ihr habt die Vita, die eigentlich auch das letzte Modell in der Reihe der portablen Konsolen von Sony dargestellt hat. Und ihr habt jetzt einfach die neue Konsole von Nintendo. Mir gefällt sie sehr. Also ich finde es ein schönes Teil. Ich weiß nicht, ob es sich so bewährt, weil man hat halt viele mechanische Elemente, sage ich mal. Und man muss einfach mal gucken, wie es aussieht, wenn man hier die Joy-Cons tausendmal an und ab gemacht hat, beziehungsweise dann auch auf den Halter gesetzt hat, um damit zu schnapp und macht die da rein, damit ihr, wenn das Teil im Dock steht und nicht so, habt ihr ja keine Chance zu spielen. Das heißt, ihr stellt einfach dann den Controller dementsprechend ein, die Joy-Cons werden da dran gemacht und können damit daddeln. Alternativ, je nachdem, was für ein Spiel ihr habt, könnt ihr es auch einzeln machen. Ich habe hier als Spiel einmal so dieses Partyspiel, dieses One-Two-Switch, wie es heißt, und gleichzeitig auch Zelda. Aber das Zelda möchte ich euch einfach mal in einem anderen Zusammenhang zeigen, weil Zelda habe ich mir nämlich die Deluxe Edition organisiert. Und werde der auch nochmal ein extra Unboxing machen. Wie gesagt, nichts aufgeschrieben, alles improvisiert. Ich hoffe, es passt. Alles klar, danke.